Heute möchte ich weiter mit den 45-45-90 Dreiecken machen. Im letzten Video haben wir gelernt, dass jede Seite des 45-45-90 Dreiecks, die nicht die Hypotenuse ist, ist gleich Wurzel aus 2 durch 2 mal die Hypotenuse. Lass uns noch ein paar Aufgaben lösen. Nehmen wir an, dass die Hypotenuse, also nochmal, all das gilt nur für die 45-45-90 Dreiecke. Wenn dieser Winkel 45 Grad ist, dann ist der zweite Winkel auch 45 Grad. Nehmen wir an, dass die Hypotenuse gleich 10 ist. Wir wissen, dass es die Hypotenuse ist, weil die gegenüber dem rechten Winkel liegt. Die Frage ist, wie viel die Seite x beträgt. Wir wissen bereits, dass x gleich Wurzel aus 2 durch 2 mal die Hypotenuse, also mal 10 ist. X ist gleich 5 mal Wurzel aus 2. 10 wird durch 2 geteilt, also x ist gleich 5 mal Wurzel aus 2. Wir wissen, dass diese Seite und diese gleich sind, weil das ein gleichschenkliges Dreieck ist, denn diese beiden Winkel gleich sind. Also diese Seite ist 5 mal Wurzel aus 2. Wenn ihr nicht glaubt, könnt ihr das nachprüfen. Lass uns den Satz des Pythagoras anwenden. 5 mal Wurzel aus 2 im Quadrat plus 5 mal Wurzel aus 2 im Quadrat ist gleich die Hypotenuse im Quadrat. Die Hypotenuse ist gleich 10. Das ist 25 mal 2. Hier erhalten wir 50 plus 50. Hier haben wir 100. Und natürlich wissen wir, dass das wahr ist. Also, es funktioniert. Wir haben es mit dem Satz des Pythagoras bewiesen und das zeigt, wie wir zu dieser Formel gekommen sind. Wenn ihr das vergessen habt, könnt ihr zum entsprechenden Video zurückkehren. Nun möchte ich mit dem anderen Dreiecktyp anfangen. Und ich werde den gleichen Weg gehen. Zuerst die Aufgabe definieren und dann den Satz des Pythagoras anwenden, um alles zu berechnen. Das ist ein anderer Dreiecktyp. Man nennt die 30, 60, 90 Dreiecke. Wenn ich in diesem Video nicht genug Zeit habe, mache ich ein anderes Video. Nehmen wir an, dass wir ein Dreieck haben. Das ist nicht hübsch, aber ein anderes haben wir nicht. Das ist ein rechter Winkel. Nehmen wir an, dass dieser Winkel 30 Grad ist. Wir wissen, dass die Winkelsumme eines Dreiecks 180 Grad beträgt. Hier haben wir 30, hier 90 und hier sagen wir x. X plus 30 plus 90 ist gleich 180, weil die Winkelsumme eines Dreiecks 180 Grad beträgt. Wir wissen, dass x 60 Grad ist. Dieser Winkel ist 60 Grad. Und das ist der Grund, warum man ihn 30, 60, 90 Dreieck nennt, weil das die Winkelgrößen sind. Wenn das die Hypotenuse ist, lass uns die nicht C wie üblich, sondern H nennen. Ich möchte die andere Seite herausfinden. Wie sollen wir das tun? Wir können den Satz des Pythagoras anwenden. Jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick. Lass uns ein Dreieck zeichnen. Das ist die exakte Kopie des ersten Dreiecks. Wir haben es bloß umgedreht. Hier haben wir 90 Grad. Diese beiden Winkel sind Supplementwinkel. Wenn ihr vergessen habt, dass die Supplementwinkel 180 Grad betragen, könnt ihr das Video über Winkel nochmal angucken. Das ist 90 Grad, hier ist auch 90 Grad. Das fällt gleich ins Auge. Wir haben das Dreieck umgedreht und die exakte Kopie von ihm erhalten. Er ist einfach umgedreht. Wir wissen, dass dieser Winkel 30 Grad ist und dass dieser Winkel 60 Grad ist. Dieser Winkel ist 30 Grad und dieser auch. Das heißt, dass dieser große Winkel 60 Grad ist. Wenn dieser Winkel 60 Grad, der obere Winkel 60 Grad und dieser rechte Winkel 60 Grad sind, also wenn diese Winkel gleich sind, dann sind die nicht gemeinsamen Seiten auch gleich. Diese zwei Winkel sind gleich. Welche Seiten sind nicht für sie gemeinsam? Es ist diese Seite und diese. Wenn diese Seite h ist,
dann ist diese Seite auch h. Aber dieser Winkel ist auch gleich 60 Grad. Wenn wir auf den Winkel und den gucken, dann wissen wir, dass die nicht gemeinsamen Seiten auch gleich sind. Die für sie gemeinsame Seite ist diese. Die nicht gemeinsamen Seiten sind diese und diese. Da diese Seite h ist, können wir sagen, dass diese Seite auch h ist. Es stellt sich heraus, dass wenn wir 60, 60 und 60 Grad haben, alle Seiten im Dreieck gleich sind. Dies ist ein gleichseitiges Dreieck, das soll man merken. Und es ist ganz logisch, weil ein gleichseitiges Dreieck symmetrisch ist. Es ist egal, von welcher Seite man ihn ansieht. Alle seine Winkel sind gleich und alle seine Seiten sind auch gleich. Aber in der ursprünglichen Aufgabe hatten wir nur die Hälfte von diesem Dreieck. Wir wissen, dass diese Seite gleich h ist. Aber wenn die ganze Seite h ist, dann diese Seite, die Grundseite unseres Dreiecks, ich zeichne das absichtlich dicker, lass uns eine andere Farbe nehmen, wird die Hälfte von dieser Seite sein. Hier ist h durch 2 und hier ist auch h durch 2. Lass uns zu unserem ursprünglichen Dreieck zurückkehren. Hier ist 30 Grad und das ist die Hypotenuse, weil sie dem rechten Winkel gegenüber liegt. Und wir wissen, dass die Seite, die dem 30 Grad Winkel gegenüber liegt, gleich die Hälfte der Hypotenuse ist. Lass uns erinnern, wie wir es getan haben. Wir hatten dieses Dreieck verdoppelt und wir haben herausgefunden, dass diese Seite die Hypotenuse gleich ist. Das ist die Hälfte von der gesamten Länge. Also, das ist die Hälfte der Hypotenuse. Lass uns das merken. Lass mich das nochmal auf der anderen Seite zeichnen. Gehen wir zur ursprünglichen Aufgabe zurück. Das ist ein rechter Winkel. Das ist die Hypotenuse. Hier haben wir 30 Grad. Und wir haben gerade herausgefunden, dass die Seite, die dem 30 Grad Winkel gegenüber liegt, gleich die Hälfte der Hypotenuse ist. Wenn es gleich die Hälfte der Hypotenuse ist, wie viel beträgt dann diese Seite? Hier können wir wieder den Satz des Pythagoras anwenden. Wir wissen, dass diese Seite im Quadrat plus diese Seite im Quadrat, nennen wir sie a, gleich h Quadrat ist. Wir erhalten 1 Zweitel mal h im Quadrat plus a Quadrat ist gleich h Quadrat. Hier erhält man h Quadrat durch 4 plus a Quadrat ist gleich h Quadrat. Wir subtrahieren h Quadrat von beiden Seiten und erhalten a Quadrat ist gleich h Quadrat minus h Quadrat durch 4. Das wiederum ist gleich h Quadrat mal 1 minus 1 Viertel ist gleich 3 Viertel mal h Quadrat. Nochmal, das ist gleich a im Quadrat. Ich habe keinen Platz mehr, also ich werde hierher gehen. Wir ziehen die Wurzel aus beiden Seiten der Gleichung und wir erhalten a ist gleich Wurzel aus 3 Viertel, das ist das gleiche wie Wurzel aus 3 durch 2 und Wurzel aus h Quadrat ist nur h. Mit a haben wir die Fläche bezeichnet und jetzt bezeichnen wir damit die Länge dieser Seite. Ich sollte wohl nicht a verwenden. Das entspricht Wurzel aus 3 durch 2 mal h. Wir stellten alle Seiten des Dreiecks durch die Hypotenuse dar. Hier haben wir 60 Grad. Wir können sagen, dass die Seite, die dem 30 Grad Winkel gegenüber liegt, die Hälfte der Hypotenuse beträgt. Wir wissen auch, dass die Seite, die dem 60 Grad Winkel gegenüber liegt, Wurzel aus 3 durch 2 mal die Hypotenuse entspricht. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man diese Informationen benutzen kann, um die Aufgaben mit den 30, 60, 90 Dreiecke schnell zu lösen. Bis zum nächsten Video.